Die schwachen Zahlen von Amazon haben so ein bisschen die Stimmung verhagelt. Wir sehen rote Futures, vor allem der Nasdaq Future, negativ, nachdem die Aktie von Amazon gestern über 7% abgestürzt ist. Nach Vorlage der Zahlen schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Umsätze verfehlen, Erwartungen auch. Wir sehen, dass Revenue Growth so gering, also der Umsatzwachstum, das Umsatzwachstum so gering wie schon seit Jahren nicht mehr. Das war schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Buy the dip ist jetzt das Motto, also kaufe den Rücksetzer, so wie es immer richtig war, offenkundig die Rücksetzer zu kaufen, weil die Aktienmärkte einen Allzeithoch nach dem anderen erreichen. Amazon jedenfalls drückt erstmal so ein bisschen auf die Stimmung. Wir sehen hier den Rückgang der Aktie, aber Amazon hat von den letzten sechs Berichten, die man vorgelegt hat, Quartalsberichten, die das Unternehmen vorgelegt hat, fünfmal danach ging es zunächst mal bergab für die Aktie, aber insgesamt ist sie dennoch um 38% gestiegen. Also es scheint keine gute Zeit zu sein, investiert zu sein in die Earnings dieses Unternehmens, aber dann scheint es eine gute Idee zu sein. Aber für manche dürfte es jetzt erstmal etwas schwieriger werden, denn wir haben massives Call-Buying, also Optionen, Call-Optionen, die auf Amazon gekauft wurden. Und die könnten heute oder jetzt demnächst ein bisschen Probleme bekommen. Das scheint festzustehen, sodass da nochmal ein bisschen Druck zu erwarten ist. Buy the dip, große Frage. Schauen wir uns mal an, wie hier das in letzter Zeit gelaufen ist. Die Recovery Times, also die Erholungszeiten, wenn wir mal einen Tag haben mit schwachen Kursen, wenn es mal deutlicher nach unten geht, die werden immer kürzer. Das heißt, es gibt diese Buy the dip Mentalität. Die setzt sofort ein, jeder Rücksetzer wird gekauft. Tina, there is no alternative. Es gibt keine Alternative, so ja die gängige Aussage der Bullen. Was willst du anderes machen als Aktien kaufen, wenn du Notenbanken hast, die eben weiter so agieren, wie sie es tun und gleichzeitig damit eben eine Assetpreisinflation auslösen, die sich gewaschen hat. Also wir sehen diese Rücksetzer, die werden immer schneller aufgekauft, das zeigte diese Grafik, aber wir sind jetzt in einer eher schwachen Saisonalität. Hier dunkelblau sehen wir Nachwahljahre, also das, was wir derzeit jetzt in den USA haben. Und da geht es normalerweise dann ab Anfang August bis Ende September ziemlich deutlich nach unten, bevor es dann ziemlich deutlich nach oben geht. Wir sehen jetzt also eine saisonal schwache Phase. Warum ist das so? Wir haben auch im August historisch gesehen immer die geringsten Zuflüsse an die Aktienmärkte. Damit entfällt so ein bisschen dieser Effekt des Monatsanfangs oder er wird ein bisschen schwächer, weil nicht so viel Geld dann Anfang August an die Märkte fließt. Heute ja der letzte Handelstag im Juli. Mal schauen, ob diese Saisonalität, die in Nachwahljahren schlecht ist, sich wieder bestätigt. Schlecht war es gestern zumindest auch für Robinhood, das IPO, also der Börsengang. Da sind wir 8,4% gefallen. Das ist das schlechteste Debüt, der schlechteste Auftakt für ein IPO von den letzten 51 Versuchen größerer IPOs. Also das war ein ziemlicher Griff ins Klo, hatte sich vorher abgezeichnet. Die Chefetage und viele Mitarbeiter von Robinhood hatten die Option, hier direkt am ersten Handelstag zu verkaufen, und diese Option haben viele gezogen. Möglicherweise ist das so ein bisschen der Hochpunkt jetzt auch dieser Meme-Aktien. Robinhood ist ja ein vermeintlich kostenfreier Broker, der gerade dazu genutzt wird, um Aktien wie GameStop und AMC zu kaufen. Vielleicht ist das IPO von Robinhood jetzt so ein bisschen wie bei Coinbase. Das ist passiert bei Coinbase, als Bitcoin seinen Hochpunkt hatte. Jetzt haben wir vielleicht den Hochpunkt hinter uns, was diese ganze Meme-Geschichte betrifft. Wir werden sehen. Im Fokus heute Inflationsdaten. Wir haben die Inflation der Assetpreise und wir haben jetzt das Übergreifen dieser Inflation auch auf die Realwirtschaft. Wir haben gestern gesehen 3,8% in Deutschland. Das war knackig. In den USA haben wir jetzt heute die Personal Consumption Expenditure Daten um 14.30 Uhr. Das ist das von der Fed bevorzugte Maß für Teuerung. Hier sehen wir, letztes Mal waren es 3,9%.
Das könnte diesmal noch ein bisschen höher sein. Die Märkte werden drauf gucken. Jerome Powell hatte bei der letzten Pressekonferenz gesagt, ja, Inflation kann ein bisschen höher sein, gell, aber wir machen alles fest an der Vollbeschäftigung. Und sofern wir irgendeinen Amerikaner finden, der noch keine Beschäftigung hat, ja, können wir die Geldpolitik nicht ändern, gell, auch wenn wir Inflation von 10% haben. Das war eigentlich die Message von dem Jerome. Und da wird er unterstützt durch EZB-Vizepräsident Diginos, der hier im Handelsblatt ist es, glaube ich, gesagt hat, also wir sollten auf jeden Fall nicht zu früh die ultralaxe Geldpolitik zurückfahren, nein, weil das bisschen Inflation, gell, die wird dann im Herbst ihren Hochpunkt erreichen und ab dann zurückgehen. Hm? Zumindest bis Ende des Jahres dürfte der Basiseffekt ja der Fall sein. Also die EZB weiter extrem dovish, ähnlich wie die Fed. Was das bedeutet, hatte ich gestern gezeigt im Marktgeflüster. Girokonto minus 3,8%. Lebensversicherungen minus 2,9% und auch beim DAX die Dividendenrendite jetzt negativ. Also das ist schon ein Thema. Das Thema Inflation ist das große Problem der Notenbanken, das letztendlich ihre Illusion knacken könnte, einfach so weiterzumachen wie bisher, denn irgendwann muss man agieren, wenn diese Inflation nicht geringer wird. Und sie wird nicht geringer. Wir sehen neue Rekorde bei den Container Freight Rates. Also die Raten, die man für Container bezahlen muss, neue Allzeithochs. Hier etwa Rotterdam, genauer gesagt Shanghai nach Rotterdam, $13.352. Das ist ein neuer Rekord. Also gerade was Asien nach Europa betrifft, ist hier schwierig, wenn Sie irgendwas bestellen im Internet, teilweise Jogginghosen oder irgendwie sowas. 6 Wochen Wartezeit bei verschiedenen Anbietern, verschiedene Produkte. Das ist kein Zufall, den Sie da erleben. Nein, das ist eben das, was hier passiert. Und diese gestiegenen Wartezeiten werden sich in gestiegenen Preisen auch dann ausdrücken und das wird bedeuten, dass diese Preise noch weitergegeben werden. Wir sind also wahrscheinlich dabei, hier erst am Anfang dieser Weitergabe von gestiegenen Kosten an die Konsumenten. Das gilt übrigens auch für die Autos. Wir haben die Auto-Inventories, also praktisch die Lagerhaltung, wie viele Autos auf Lager sind. Ein neues Allzeittief, das bedeutet, dass die Autos teurer werden, weil die Nachfrage eben nicht mit einem angemessenen Angebot befriedigt werden kann. Auch das ist klar preissteigernd, aber die EZB und die Fed machen einfach weiter. Jetzt allerdings ein Argument, das ein bisschen kontra dieser weiteren Preissteigerungen ist. Wir haben ein neues Thema wieder in Sachen Delta-Virus oder ein altes Thema, genauer gesagt. Wir haben jetzt heute 96.000 Fälle in den USA. Das ist die höchste Zahl seit Februar. Es geht also wieder nach oben. Jetzt eine Studie, die zeigt, dass die Virenkonzentration beim Delta-Virus 1000-mal höher ist als bei der Alpha-Variante, also der ursprünglichen Variante. Und das ist eben das Problem, dass diese Delta-Variante extrem ansteckend ist. So ansteckend wie Chickenpox, also Windpocken, wie eine neue Untersuchung hier zeigt. Also diese Geschichte mit Corona, die kommt jetzt wieder. Es gibt hier seitens der Biden-Administration, hat man zwar klar gesagt, oder hat Joe Biden klar gesagt, ich will die Schulen nicht nochmal schließen, aber Lockdowns sind nicht ausgeschlossen. Und was auf uns zukommt, zeigt Israel, die ja grundsätzlich da früher dran waren mit Impfungen. Da gibt es jetzt schon die dritte Impfung. Das wird lustig und wir sehen hier, dass allerdings, und das ist das Gute noch, die Todeszahlen nicht wirklich nach oben gehen, obwohl die Corona-Fallzahlen deutlich nach oben gehen. Aber was ist eben mit dieser Impfung? Ich weiß, das ist immer ein sehr kontroverses Thema. Die Impfung verhindert ja nicht wirklich oder nicht mit Sicherheit, dass man sich infiziert. Sie sorgt aber dafür normalerweise, dass dieses Virus besser bekämpft wird. Ja, da ist plötzlich jedenfalls ist das zentrale Thema. Die Bekämpfung des Virus passiert dadurch besser, dadurch weniger Hospitalisierungen etc. etc. Das ist das Thema. Wir wollen abschließend, bevor ich Sie jetzt in diesen Freitag entlasse, uns nochmal das Infrastrukturprogramm anschauen von Joe Biden. Kommt es nicht. Jedenfalls sehen wir, dass das ursprüngliche Proposal deutlich, deutlich abgespeckt ist. Links hier das ursprüngliche mit 2,6 Billionen und wir sehen auf der linken Seite
hier 550 Milliarden, das, was jetzt noch übrig ist, was verhandelt werden soll. Also da ist nicht mehr so wahnsinnig viel übrig geblieben von dieser ganzen Geschichte, die die Märkte ohnehin wahrscheinlich längst eingepreist haben. Also kommt jetzt eine Korrektur. Der August ist nicht gut normalerweise, eben auch, weil die Zuflüsse in die Aktienmärkte fehlen. Wir werden heute einige Leute haben, die mit ihren Call-Optionen auf Amazon ein bisschen auf die Mütze kriegen könnten. Vielleicht ist der Peak erreicht jetzt mit diesen großartigen Zahlen, die wir von Apple etwa gesehen haben oder auch von Google vor allem. Aber es wird schwieriger. Das hat eben Amazon gezeigt, dass möglicherweise jetzt eben gerade für die Tech-Unternehmen die Zeit vorbei ist, wo sie besonders profitieren konnten, auch weil viele Amerikaner eben diese Helikoptergelder bekommen haben. Das ist in Deutschland nicht der Fall gewesen, aber heute in Deutschland 10 Uhr das BIP, da wollen wir mal schauen, wie das ausfallen wird. Es wird sich zeigen, ob der Dip wieder zu kaufen ist. Die Chance ist am größten im August, dass dem nicht so ist, aber ansonsten steigen Aktien immer, das wissen Sie. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.